Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Sky ist am Start und das wäre eine Runde. Let's play Guild Wars 2. Mein erstes Computerspiel, was ich so richtig mal Let's Play werde. Also so nebenbei mal ein bisschen. Es ist jetzt gerade der zweite Aufnahmeversuch, nachdem ich eine Stunde lang den Charakter gemacht habe. Bis ich dann eben gerade bemerkt habe, fuck, ich habe beim Aufnehmen nicht auf Spielsound aufnehmen, sondern auf Stimmaufnehmen gedrückt. Was doof war, weil der ganze Spielsatz nicht dabei war. Und jetzt will ich mal kurz was kicken. Ja, meine Stimme nehme ich jetzt auf. Und ich werde den Account jetzt also nochmal machen. Dafür, wo ich jetzt gerade eine Stunde gebraucht habe, werde ich jetzt also ein bisschen schneller machen können. Bin ich auch einigermaßen ganz zufrieden mit, dass ich jetzt nochmal machen kann, weil eine Stunde guckt sich keiner an. Und deswegen erstellen wir jetzt hier komplett einen neuen Account. Tja, wir nehmen die weibliche Form, weil männliche einfach relativ scheiße, ich muss es einfach nochmal zeigen, relativ scheiße aussehen. Und deswegen nehmen wir hier Tja. Ich werde das nicht jetzt so großartig vorlesen, ich habe eben gerade noch viel vorgelesen, aber im Endeffekt ist ja bescheuert, das Spiel schon so lange draußen, das will sich keiner mehr antun. Nekromantin und Waldläuferin waren bei mir die Auswahl im Endeffekt, aber ich bin halt so ein, ich möchte gerne mit Bogen und mit Tieren arbeiten, deswegen nehmen wir Waldläuferin. Haben die mittlere Dingens, das ist genau richtig. Dann habe ich diese Körperfunktion genommen. Und ich glaube, diese Punkte, genau, habe ich dann, weil ich nämlich ein Gepard machen wollte. Das war leicht falsch. Der kriegt diese Farbe. Und hier unten schwarz. Genau. Körper ohne Fell. Da war erst das hier. Oder das hier. Aber wir nehmen ohne Fell, weil wir sind eine Waldläuferin. Wenn wir hier so rumlaufen, das sieht scheiße aus, wenn das hier irgendwie sich verhängt und sowas. Hast du nicht gesehen. Und ich habe halt nur keinen Bock auf einen Wurm und einen plattgedrückten Wurm. Da habe ich leider keinen Bock zu. Deswegen nehmen wir das hier. Wir haben halt immer keine Zeit, um uns hübsch zu machen. So, dann wollen wir natürlich die Tränenstreifen haben. Ganz klare Sache. Diese Hörner nehmen wir. Mittlere Länge behalten wir. Dann Augen. Das dauert jetzt wieder ein bisschen länger. Da habe ich es ungefähr hier auf dieser Höhe gehabt. Muss ich doch mal kurz gucken. So ungefähr hatte ich das. So. Das ist die Augenhöhe, ne? Das ist Augengröße. So, Irisgröße machen wir ein bisschen kleiner. Augenbrauenposition. Schön runter. So ungefähr. Achso, das ist die. Die machen wir schon runter. Dann Augenfarbe haben wir hier hinten genommen. Das Blasila oder so. Ich muss mich entschuldigen, ich kann es nicht richtig lesen, weil auf größerer Distanz gerade der Bildschirm ist und alles ziemlich klein. Nasenbreite. Dann nehmen wir einen gesunden Mittelbreite. Also sprich ungefähr so. Da ist die Mitte super. So, Nasenspitze. Da habe ich auch nicht so viel gemacht, glaube ich. Zahngröße habe ich so ein bisschen unterhalb gemacht. Kiefer, da müssen wir wahrscheinlich mal so gucken. So ungefähr hatte ich das. Ist so ein bisschen auf mittiger Ebene gehalten. So, Ohrlänge.
Hat sich nicht relativ viel genommen, das weiß ich noch. Da habe ich so ein bisschen hier gemacht. Ohrbreite bin ich ein bisschen runtergegangen. Kopfgröße. Ja, so ein bisschen überhalb. Rüstungsfarbe habe ich das hier genommen. Und das hier genommen. Dementsprechend halt überall. Damit das schön einheitlich aussieht, weil sonst sieht das kacke aus. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken, genau. Ohne Rüstung sieht das so aus. Ich habe mich letztens schon gewundert, was dieser Lendenschutz hier soll. Weil die hat ja eigentlich da im Endeffekt nichts. Aber gut. So sieht es im Dunkeln aus. Machen wir ja nicht an. Ja, natürlich jetzt geil, wenn man ein bisschen die Hose eher sehen könnte, weil vielleicht ist dann das helle halt da das Dunkle oder sowas, aber man sieht ja wirklich gar nichts. Ah, hier sieht man so ein bisschen was. Okay. Ja, dann machen wir das hier andersrum. Machen wir es so. Nee, ich glaube, die Schuhe können da ruhig schwarz sein. Machen es dann so. Weiter! Dann haben wir hier unseren Tiergefährten Pirscher, weil er ist halt ruhig, schweigsam und flink, wie ein Pfeil vom Bogen schnellt. Pipapo, wir sind ja Waldläuferin, da muss man sowas halt machen. Und wir arbeiten mit Charisma, finde ich mega sweet, wir sind halt ein wunderschönes Weibchen. Und beeindrucken jeden. Wir kämpfen mit die Asche-Legion, aus dem einfachen Grund Tarnung und List. Wir beenden die Schlacht, bevor sie beginnt halt, ne? Wir infiltrieren und pipapo. Präzise zuschlagen. Deswegen, es ist mein Style. Und wir haben uns als Trainingspartnerin Iriale ausgesucht. Weil ich ihren Charakter sehr schätze, und zwar ist sie ziemlich ehrlich. Das finde ich einfach mega sweet. Ich mag einfach Ehrlichkeit. Das ist eins meiner liebsten Eigenschaften bei Lebewesen beziehungsweise bei Menschen. Und daher übertrage ich es auch einfach als meine Trainingspartnerin. Wir stammen von einem ehrenlosen Gladium-Abend, weil wir ihn einfach hassen. Und also, auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma. Ich bin ein Soldatin der Asche-Legion. Mein Trupp ist meine Familie. Ich würde für sie alle sterben, besonders für Iriale, meine Trainingspartnerin. Man sagt, mein Erzeuger sei ein ehrloser Gladium. Ich respektiere ihn nicht und ich weigere mich, in seinen Schatten zu leben. Ich bin eine Waldläuferin. Ich habe einen Pirscher, der an meiner Seite kämpft und mich beschützt. Dies ist meine Geschichte. Unterzeichnet oder gezeichnet? Jetzt muss ich nicht gucken, ob ich den Namen wieder benutzen kann. Selaija. Weiter. Ja, der Name ist immer noch alles wieder frei, weil ich den Account gelöscht habe. Das geht jetzt ziemlich relativ schnell. Ich bin Char. In dieser Welt ständiger Kämpfe bin ich die tödlichste aller Waffen. Ich erkenne keine Macht an, nur die geballte Faust meiner Legion. Mit Kampfmaschinen haben wir unsere Götter getötet. Wir haben unsere Heimat Ascalon zurückerobert. Auf den Gräbern der Feinde flattern unsere Siegesbanner. Wenn wir schwanken sollten, könnte er uns durch die Klauen rinnen. Sieg um jeden Preis. Verborgenes ist mein Leben und mein Tod. Wo die Gefahr ist, will ich sein.
Ich kämpfe im Dienst der Asche-Legion. Ich bin die Klinge in der Dunkelheit. Ich habe mir den Respekt meiner Kameraden verdient und für den Bedarfsfall Bündnisse geschmiedet. Meine Legion lehrt Tarnung. Geduld, Täuschung. Wir kämpfen, wo die Zitadelle es befiehlt, aber nur für die Sache der Asche-Legion. Heute zieht die vereinte Armee der Schwarzen Zitadelle gegen die Geisterplage zu Felde. Ich bin zur Verstärkung des Bollwerks eingeteilt. Soll die Blutlegion blind in den Tod stürmen? Soll die Eisenlegion ihre Kriegsmaschinen bauen? Ihr findet mich in den Schatten. Das ist meine Geschichte. Zorn der Toten. Ja, das war ein relatives Speed-Charakter erstellen gerade. Gerade habe ich eine Stunde gebraucht. Aber ich habe es mal ein bisschen schnell gemacht. Und das ist sie nun. Unsere Selijah mit ihrem wunderschönen Bogen. Und unserem wunderschönen Kampfgefährten hier. Plüschi nennen wir ihn einfach. Junger Dschungelkirscher, wie nennen die Plüschi? Und das soll es erstmal dazu gewesen sein im Endeffekt. Wenn es euch soweit gefallen hat, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Warte, ich guck mal gerade, wie viele Minuten haben wir jetzt da verblendet. Ja, 11 Minuten. Ich glaube jetzt noch ein bisschen, dann geht's los. Dann höre ich auf. Dann haben wir unsere 15 Minuten ungefähr und das passt dann. Ich werde dann aber wahrscheinlich wesentlich längere Folgen machen, so 20 bis 30 Minuten Folgen wahrscheinlich dann regelmäßig machen. Das ist jetzt wirklich gerade nur richtig zum Testen, zum Ausprobieren der Technik, dies und das und sowas. Ich will nicht schon wieder eine Stunde hier machen und dann bemerken, dass nichts funktioniert hat. Und ja, wenn ihr das jetzt gerne öfters sehen wollt, gerne in die Kommentare schroten. Wenn ihr auch Guild Wars 2 spielt und ihr wollt ein bisschen mitspielen oder sowas, gerne mit aufnehmen und so ein Gedönse. Oder ihr habt einen eigenen Kanal, wo ihr sagt, ey, ich let's play das auch zur Zeit, wir können das hier zusammen machen. Gerne in die Kommentare schroten, mich selber persönlich anschreiben. Ist mir egal, wie groß ihr seid, ist mir egal, wie klein ihr seid. Ist es mir wirklich vollkommen egal. Also ich meine jetzt von Abonnentenzahl. Ich, leider Gottes, möchte ich keinen 11-jährigen Jungen haben, der mich hier voll piepst. Entschuldigung. Ist einfach so. Und ja. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Gerne nehme ich auch von euch Tipps und sowas an. Das ist schon ewig her, als ich Guild Wars 2 gespielt habe. Pipapo. Und ja, gedacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Eben gerade habe ich noch 2 Items bekommen, weil ich mich eingeloggt habe. Jetzt bekomme ich hier irgendwie gerade gar nichts, oder? Nee, jetzt habe ich hier keine Items bekommen. Ist ja auch egal. Gut. Anbieterin, Arbeiterin. Okay, also wir haben jetzt noch keine richtigen Leute hier, weil, ja, wir sind jetzt sozusagen im Tutorial drinne und da sind wir halt ziemlich alleine. Gut, ja. Ja, bedanke mich fürs Zusehen, wie immer, sehen wir uns hoffentlich mal irgendwann mal. Ah, ich habe noch ein paar Freunde hier, okay. Ja, sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao! Auslaufen bitte.